con la muerte della fuoco. Hallo Vito. Ciao, noioso programmatore. Das ist Vito Vicious. Vito Vicious ist der gefährlichste Gangster der ganzen Stadt. Nicht wahr, Vito? Ah, il molto pericoloso. Und Vito wird eine Menge Abenteuer erleben und wir werden dabei erlernen, wie wir zählergesteuerte Schleifen programmieren, Daten eingeben und so weiter. Das ist relativ fortgeschritten. Ich werde es auch relativ zügig machen, aber Sie schaffen das, weil Sie schon die anderen 11 Folgen durchgearbeitet haben. Das ist übrigens wahrscheinlich die letzte Folge, also genießen Sie jede Sekunde davon. Gut, schauen wir uns kurz die Projektstruktur an. Nein, Vito, wir werden das erstmal hier programmieren. Und zwar sehen Sie, dass wir viele Welten haben. Das ist neu, hatten wir bisher nicht. Und dass die Actor keine so große Rolle spielen. Das Ganze läuft so, dass wir auf Run klicken. Und dann können wir einen von diesen Knöpfen anklicken, dann wird eine neue Welt geladen, die hat da ein Hintergrundbild, wird irgendwas gesired. Wir können in jeder Welt mit Space eine Action auslösen, zeige ich Ihnen gleich, und mit Escape zurück zum Hauptmenü, ne? Und dann können wir hier so einen Stinkfurz-Bakterien und mit Escape wieder raus. Schauen wir ganz kurz mal in die Startklasse. Start ist die, die als erstes aufgerufen wird. Was ich hier mache vor allem ist, dass ich 9 Buttons anlege. Ich packe die in ein Array. Ich könnte sie auch in eine Array-List packen. Und durchlaufe das Array mit einer Schleife. Die Schleife zählt von 0 bis 1 weniger als die Länge der Liste. Bei der Array-List wäre es übrigens Size, falls Sie sowas mal damit machen wollen. Und dann nimmt er diesen Button und haut ihn auf die Welt. Super. Gucken wir mal, was die Buttons so machen. Die Buttons, die haben eine Aufschrift. Sie sehen, ich habe die hier ein bisschen gestylt mit diesem Rahmen und der Aufschrift. Die Aufschrift kriegt er hier als Parameter. Dann wird in der Act-Methode geprüft, ist der Button angeklickt und je nach Nummer, die der Button hat, also das Attribut, bei 1 sagen wir, hey, mach eine neue Weltsprengung, bei 2 mach die zweite Welt, bei 3 mach die dritte Welt. Ne? Also das heißt, wir legen uns hier einen neuen Level an, diese Welten sind alle Level und sagen, da mach ein neues Objekt davon und am Schluss sagen wir Greenfoot Set World L. Mit Greenfoot Set World, New Irgendwas World, können wir den Level wechseln oder die Welt wechseln. Wenn wir den Level angucken, dann sehen wir, dass er verschiedene Dinge begeht, die uns jetzt erstmal nicht so arg jucken. Ganz wichtig ist vielleicht, dass ich hier ein Attribut W und H definiert habe für Width und Height. Was uns natürlich manchmal ein bisschen anstrengt, ist, wenn wir häufig This Get Width durch 2 schreiben müssen und so. Jetzt können wir immer this w schreiben oder werde ich auch gleich zeigen, vielleicht können wir das this ausnahmsweise mal weglassen. Was die Levelwelt noch macht, sie hat eine Act-Methode, die prüft dauernd ist Escape gedrückt. Wenn Escape gedrückt wird, komme ich wieder auf den Startbildschirm, ne, mit Set World New Start. Und wenn die Leertaste gedrückt wird, dann führe die Methode Action aus, Aktion. Warum ich das hier mit diesem GetKey gemacht habe, ist, weil ich nicht will, dass diese Methode Action mehrfach aufgerufen wird. Gucken wir uns die mal an. Die gibt es hier, aber die ist leer. Denn die Methode Action, das ist die, in der Sie und wir alle programmieren, die ist in der, wird in den einzelnen Weltklassen überschrieben. Gut, dann gibt es noch eine Methode Texte anzeigen. Da zeigt er die Überschriften, die Anleitung und den Lösungstipp und so. Und dann gibt es eine Methode, die heißt Textfeld aktivieren. Da baut er dieses Textfeld auf. Das habe ich deshalb gemacht, damit ich nicht dauernd neue Greenfoot-Images und diesen ganzen Kladderadatsch, sondern so kann ich einmal schreiben Textfeld aktivieren, dann kriegt er hier einen Text, eine Vordergrundfarbe, Hintergrundfarbe, Schriftgröße und eine Position und fertig. Ah, das habe ich so geil gemacht. So, jetzt können wir eigentlich schon starten. Wir schauen uns erstmal an, was hier bei der ersten Welt passiert. Die kriegt erstmal ein gewisses Hintergrundbild. Dann definiere ich ein paar Strings, nämlich eine Headline, einen Titel. Dann definiere ich ein paar Anleitungen,
Sie sehen, ich hänge das so zusammen mit diesem Plus gleich. Ne? Das heißt, gleicher als stünde da TXT-Anleitung gleich TXT-Anleitung Plus. Das mache ich vor allem deshalb, weil ich in diesem Editor ja keine ordentlichen Zeilenumbrüche hinkriege. Ich hätte es natürlich auch so immer machen können. Da, aber Sie sehen, dann werden die Zeilen so mega lang und ich weiß nicht mehr, was da los ist. Und es geht mir tatsächlich auf den Zeiger und zeige die Texte an. So, das macht der Konstruktor. Ansonsten kann diese Welt, diese W01-Sprengung, also quasi der erste Level, nicht viel. Außer, dass er die Methode Action überschreibt. Dort sollen Sie jetzt gleich was machen, komme ich gleich drauf. Und er hat eine Methode Boom, die heißt Bam, Explosion aufführen. So, schauen wir mal, was dieser Level kann. Also das ist Vito Vicious. Cosa sta succedendo qui? Perché questi sono due di me? E un doppelganger? Devo eliminarlo immediatamente. Der sagt, er ist der gefürchtetste Gangster von New York und als Kind hatte er nie Geld, um mit dem Karussell zu fahren, aber jetzt will er sich recht. Ja, wissen wir ja. Und er möchte gern das Karussell in die Luft sprengen. Es fällt ihm nur noch ein Countdown. Was wir machen sollen, ist, dass wir eine Schleife bauen, die von 0 bis 100 zählt und den Wert in der Mitte der Welt aufrufen. So, das wissen Sie nicht, wie das geht, aber ich zeige es Ihnen. Das ist so geil von mir. Wir schreiben for. Wir kennen bisher for each Schleifen. Zählergesteuerte Schleifen laufen ein bisschen anders. Erstmal müssen wir eine sogenannte Laufvariable anlegen. Das ist in der Regel ein Int und wir nennen sie mal i. Es ist völlig wurscht, wie sie heißt. Die kriegt einen Startwert. Wir zählen von 0. Jetzt sagen wir, wie lang soll die Schleife laufen? Die soll so lange laufen, solange i kleiner gleich 100 ist. Dann soll er irgendwas machen. Achtung, ich mache hier gerade was falsch. Und zwar soll er das ausgeben. So, jetzt werden Sie kurz denken, woher hat er W und H? W und H habe ich in der Elternklasse als Breite und Höhe der Welt definiert. Jetzt werden Sie sagen, Herr Metz, Sie heulen immer. Richtig, wegen dem This. Also ich muss Ihnen jetzt was gestehen, so in professionellen Kontexten verwendet man This gar nicht unbedingt so immer. Warum ich auf das This so beharre, ist, damit Sie lernen, was ist This? Und wenn Sie This als Parameter irgendwohin weitergeben, dann ist Ihnen klar inzwischen, hey, This ist This quasi. Oder wenn Sie mit Get One Intersecting Object, wie in der letzten Übung, diesen Lehrer hatten, dann ist halt L-Punkt mach irgendwas versus This mach irgendwas. Das war schon didaktisch sinnvoll, aber man kann es auch weglassen. Und weil wir das jetzt hier relativ häufig brauchen, lasse ich es einfach mal weg. Aber Sie, ich will, dass Sie es machen. Nee, also inzwischen, hey, Sie sind weit genug, Sie müssen das selber entscheiden können. Hauptsache, Sie machen es dann wirklich nur dann, wenn es eine Verwechslung... Ah, das ist... Also ich lasse jetzt mal weg. Ansonsten mache ich es aber immer, weil ich bin so wunderbar. Gut, meine Schleife, sie fängt bei 0 an, i wird auf 0 gesetzt, dann läuft sie, solange i kleiner gleich 100 ist, sie macht dieses hier, was in diesem Anweisungsblock ist, und danach erst zählt sie i hoch. So, das ist ganz wunderbar und ganz easy. Was Sie wissen, weil wir ganz oft in diesen Schleifen nur einen hochzählen, verwenden wir hier Plus plus oder minus minus zum Runterzählen. Das ist das Konstrukt der Schleife. Das müssen Sie jetzt verstehen. In der nächsten Welt können Sie das direkt üben. Wir schauen mal, was hier passiert. So, Countdown 100. Warum hat er nicht gezählt? Es liegt einfach daran, dass er das so irrsinnig schnell macht und dass er quasi in seinem Eckzyklus erst fortfährt, wenn er damit fertig ist. Also deshalb habe ich ja hier reingeschrieben, machen wir bei jedem Schleifendurchlauf ein Greenfoot Delay von 1. Wunderbar, jetzt zählt die Schleife von 0
bis 100. Was ich noch vergessen habe, ist, wenn der Countdown fertig ist, dann brauchen wir this boom. Leertaste zum Aufruf der Action-Methode. Wow. Sono es blosso con un forte botto. Okay, hat nicht so richtig geklappt. Zum Glück auch, ich meine, auf so einem Karussell, das ist ja auch nicht nett, das in die Luft zu sprengen. Naja, ich drücke die Taste Escape und klicke auf das zweite Abenteuer. Dannato. Dammit, jawohl. Dannato. Weiß nicht, ob wir ihn runterzählen, ob das einen Unterschied macht. Naja, aber wir können das ja ausprobieren. Wir machen uns hier diese Welt zu, holen uns die zweite. Wir sehen hier diese Anleitungstexte, bla bla bla. Und hier haben wir genau die gleiche Situation. Stoppen Sie jetzt das Video, machen Sie aus dem Kopf eine Schleife, die von 100 nach 0 runterzählt, ein Greenfoot Delay zwischenrein und am Schluss Boom. Wichtig, dass Sie es jetzt machen, sonst lernen Sie es nicht. Also Päuschen machen. Gut, alles klar. Wir schreiben mit einer Schleife. Wir brauchen eine lokale Variable, eine Laufvariable, eine Variable, die diese ganzen Zahlen durchläuft. Wir könnten sie auch anders nennen. Ich nenne sie mal C für Countdown. Wir fangen wo an? Bei 100. Wir machen das, solange C größer gleich 0 ist und dekrementieren C. Ist klar, wir probieren es aus. Vito, ich hoffe, du fliegst nicht jetzt gleich schon wieder in die Luft. Es ging jetzt ein bisschen schnell. Klar, was habe ich vergessen? Ich habe vergessen, ein Delay einzubauen. Wissen Sie, das Problem bei Greenfoot ist, dass Greenfoot ja eh eine einzige riesige Schleife ist durch die Act-Methode. Das macht es total schwierig, Schleifen zu verwenden. Wir brauchen auch solche zählergesteuerten Schleifen in Greenfoot nicht so oft, weil eben Greenfoot ist ja eine einzige Schleife. Wenn wir in die Act-Methode schreiben, i gleich i plus 1, dann zählt der i immer hoch in der Act-Methode, sobald wir Run drücken. Naja gut, also hier, Vito ist übrigens wieder in die Luft geflogen. Ja, tut mir total leid, Space erzählt von 100 auf 0 rum. Nee, hat wohl nicht geklappt. Ja, muss ja was anderes. Ja, ich zeige es gleich. Vielleicht noch der Hinweis, wenn Sie hier nur C reingeschrieben haben, dann kriegen Sie hier Ärger mit dem Compiler, denn der sagt, hey, ich brauche hier ein String, aber du gibst mir ein Int. Klar, C ist ein Int. Deshalb, wenn ich was davor schreibe, dann wird das Ganze hier wird ein String. Das ist super. Ich könnte auch sagen, so ist er zufrieden. Das Einfachste für Sie ist, wenn Sie einfach da in Anführungszeichen String mit einem Plus vorne dranhängen. Oder Sie schreiben hier String Value of oder was immer. Gut, super, es hat schon wieder nicht geklappt. Nein, Vito, es hat leider nicht geklappt. Gucken wir uns mal an, was hier beim dritten Versuch vor sich geht. Die nächste Möglichkeit ist einfach selber den Countdown einzustellen, nämlich eine Zahl einzugeben. Total gute Idee, ja, ja, das ist super. Gucken wir uns mal diese Welt hier an. Okay, hier kommt jetzt was Neues und zwar wir wollen den User eine Zahl eingeben lassen. Das machen wir mit Greenfoot Ask. Greenfoot Ask gibt uns einen String zurück. Also deklarieren wir einen lokalen String. So, wir probieren mal, was hier passiert, wenn wir das laufen lassen. Es kommt so ein Fenster, da steht, gib eine Zahl ein. Wir geben jetzt irgendwas ein. Und fertig, ist noch nichts passiert. Jetzt gibt der User also eine Zahl ein, diese benutzen wir, um runter zu zählen. Das heißt, wir sagen,
Das ist super. Jetzt wird er hier rot. Warum? Er sagt, hey, das ist ein String. I kann ich bei einem String anfangen zu zählen. Mach mir daraus ein Int. Klar, können wir machen. Zum Beispiel könnten wir schreiben, kennen Sie jetzt bisher auch noch nicht. So wird es wunderbar funktionieren, ist aber ein bisschen fehleranfällig. Ich gebe hier 150 ein und er zählt ganz wunderbar auf 150. Jetzt ist nur das Problem, ich drücke mal Space, wenn jetzt irgendjemand hier Buchstaben eingibt, dann schmiert das Programm ab. Denn er sagt, hey, da ist 150 eingegeben worden, da kann ich aber nicht mitarbeiten. Ich kann nicht aus diesem Ding ein Int machen. Und damit hat er auch völlig recht. Deshalb sagen wir, hey, wir machen das erstmal außerhalb. Und benutzen diesen Int hier. Jetzt haben wir natürlich weiterhin das Problem, dass er hier eine Fehlermeldung ausschmeißt, wenn jemand Buchstaben eingibt. Deshalb sagen wir, hey, probiere da mal ein Int draus zu machen. Try. Probiere diesen Int draus zu machen. Falls es einen Fehler gibt, dann fang den Fehler ab. Und mache das, was hier steht. So, natürlich habe ich das ungenau gemacht. Sie sehen, er sagt, ich kenne Eingabe int nicht. Klar, ich habe das hier in diesem Try-Catch-Block deklariert. Warum mache ich das nicht hier? Und ich gebe ihm irgendeinen abstrusen Wert. So, jetzt ist er zufrieden. Ich lasse es mal laufen. Es ist noch nicht perfekt. So, ich gebe ihm jetzt hier irgendwas ein. Beachten Sie, was passiert. Er fängt sofort an, hier zu zählen. Denn natürlich schafft er nicht, diesen Int zu parsen. Deshalb sagt er, gib eine Ganzzahl ein, aber weil er so schnell ist, fängt er sofort an, seinen Countdown auf dieser Stelle anzuzeigen. Ich gebe das mal auf einer anderen Stelle aus. Sie sehen, da links steht's. Was unser Problem ist, dass wir gerne hätten, hey, verschwinde hier, hör auf zu arbeiten mit dieser Methode. Und das machen wir, indem wir einfach hier Return reinschreiben. So, probieren wir es mal aus. Gib eine Ganzzahl ein und jetzt läuft das Programm weiter. Das heißt, mit Space kann ich wieder die Action auslösen oder mit Escape zurückgehen. Und sobald ich eine Zahl eingebe, klar, das war jetzt ein bisschen ambitioniert. Sie sehen übrigens, während jetzt die Schleife läuft, kriegt er da rechts unten ein bisschen den Vogel und er sagt, hey, hier ist irgendwas, ich kann nicht mit meiner Act-Methode fortfahren. Klar, weil er erst die Mega-Schleife durchläuft. Ich drücke mal Reset und dann ist er wieder cool. Okay, was Sie kapiert haben müssen, ist erstens, mit Greenfoot Ask kriege ich einen String. Zweitens, mit Integer Parse Int mache ich aus einem String einen Int. Und drittens gibt es sogenannte Try-Catch-Blöcke. Ich probiere aus, das zu machen. Wenn es hier einen Fehler gibt, stürzt nicht alles ab, sondern ich kann das Programm noch abfangen. Stellen Sie sich vor, das wäre eine Software für ein Flugzeug und da gibt es irgend so einen Fehler, dass der Pilot aus Versehen nicht die 7 drückt, sondern ein Buchstabe und das Flugzeug halt so, bam, die Software und es stürzt ab. Ja, ich meine jetzt ohne Gewalt, also nur wegen Fehlbedienung. Das wäre blöd. Deshalb sagen wir, hey, probiere die Einnahme des Piloten entgegenzunehmen. Wenn er irgendwie versagt hat, dann sag, hey, Pilot, drück lieber eine Zahl, sonst schmiert die ganze Kiste ab. Ne? Und es kommt nicht das fiese Konsolenausgabe mit dem roten Ding. Wir gehen weiter.
Gut, Vito ist mega sauer. Ich hab's schon gemerkt. Er sagt, hey, ich habe schon eine neue Idee. Seit 3 Wochen sammle ich meine abgerauchten Kippelstummel. Bäh, wie die stinken. Du bist echt ein Schwein. Come puzzano. Okay, und die verteilt er zufällig in der ganzen Stadt. Come merla fuori dalla fogna. Okay, schauen wir mal in die Welt rein, was da los ist. Das Geseier. Schreib eine Schleife, die von 1 bis 20 zählt. Und für jeden Schleifendurchlauf wird ein neues Objekt der Klasse Aschenbecher auf der Welt gesetzt und Sound abgespielt. Und vielleicht noch ein Delay, dass die Teile nicht bam, 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 bam alle da sind, sondern bam, 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 bam so drauf gedingsten. Außerdem haben sie noch ein paar Zusatzaufgaben, wenn ihnen das sehr einfach fällt. Ne? Also zum Beispiel, dass man eingeben kann, wie viel Aschenbecher auf die Welt gesetzt werden. Da müssten sie dann wieder das Greenfoot Ask und das Parse Int machen und so. Oder sie könnten die Aschenbecher systematisch verteilen. Sie erinnern sich an diese Übung mit den Lehrern und den spickenden Schülern, wo die wirklich in 100 Pixel Abstand draufgesetzt wurden. Hier steht, wie sie es machen können. Wenn sie schnell sind, begehen sie es. Jetzt würde ich aber sagen, stoppen sie das Video und machen sie das jetzt selbst. Ich unterhalte mich so lange ein bisschen mit Vito. Ey Vito, also ehrlich gesagt, ich finde es mit diesen Kippen finde ich ein bisschen eklig. Naja, einfach weil es halt stinkt und eklig ist und wer will denn deine ekligen Kippen dann... Okay, sind sie fertig? Ja. Sie sind fertig? Super, wunderbar. Dann mache ich das doch einfach mal kurz hier. So, eine Schleife, die von 1 bis 20 zählt. Gut, hier habe ich eine Schleife, die zählt nicht die Variable i. Wie gesagt, man nimmt ganz oft i aus Gewohnheit, sondern eine Variable Aschenbecher von 1 bis 20. Und jetzt sagen wir... Zack, wunderbar. Probieren wir es aus. Ich muss leider hier immer resetten, weil das Programm sich neu lädt. So, 20 Aschenbecher. Klar könnten wir auch sagen, hey, hauen wir uns hier die Zahl, lassen wir uns die vom User eingeben. Sie sehen, dass er hier den Vogel kriegt, weil er sagt, E gibt's schon. Was wir hier machen, ist, dass wir eine Exception oder eine Unterklasse Null Pointer Exception, Number Format Exception oder was nehmen und wir können mit dem E Dinge machen. Wir können uns da Details zu dem Fehler ausgeben lassen. Das ignorieren wir jetzt erstmal. Klar, das sollte nicht E heißen, weil ich E da oben schon habe. Also nenne ich es X. Super. Was ich auch gemacht habe, ich habe hier noch den Sound abgespielt. Das kürzeste ist immer mit Greenfoot Play Sound und 30er Delay gemacht. Und nochmal der Hinweis, mit Return sage ich, hey, bricht die ganze Methode ab, geht zurück, wir sind nicht da, wo wir wollen. So, Stinkbomben aufstellen, Aschenbecher ist super. Wir wollen 5 Aschenbecher, 6, bam, bam, bam. Und Sie sehen hier immer schön mit Sound und mit Abstand von 30 Eckzyklen. Ganz cool. Bestimmt sind Sie auch ganz irritiert darüber, dass ich auf die Frage, wie viel Aschenbecher willst du verteilen, 6 eingegeben habe, aber dass jetzt doch mehr Aschenbecher auf der Welt verteilt werden. Denken Sie kurz nach, woran das liegen kann, wo ist hier der Fehler im Programm? Ganz klar haben Sie bestimmt rausgefunden, eInt speichert den Wert von E als Integer, das heißt meine 6 oder meine 7 oder meine 12. Ich muss dann natürlich hier nicht bis 20 zählen, sondern bis eInt.
Das habe ich versäumt. Ich möchte mich recht herzlich dafür entschuldigen. Non importa. Ja, Vito entschuldigt sich auch. Super. Also, weiter geht's. Gut, jetzt kommt was, was für Vito ein bisschen unappetitlich ist. Und zwar die Polizei möchte... Die Polizei möchte Straßensperren aufstellen, und zwar Kommissar Smith. Ja, ich weiß, da hatte ich ja schon mal hinter Schloss und Riegel Kommissar Smith meint, hey, wir müssen da welche aufstellen. Das ist im Wesentlichen genau die gleiche Aufgabe wie die bisherige oder wie die gerade eben. Das heißt, der Kommissar Smith soll eingeben, ich will 8 Straßensperren aufbauen. Ne? Hier haben sie die Klasse Straßensperre. Sie haben auch einen Sound. Der Sound heißt hier Alarm 3. Den können Sie da benutzen. Letztlich machen Sie das genauso, wie Sie das bisher gemacht haben. Ja, wenn es die Polizei ist. Stoppen Sie das Video. Machen Sie das kurz. Ist genau das gleiche wie bei der letzten Aufgabe. Ich warte kurz. Okay, alles klar. Wir holen uns die Eingabe. Diesmal mache ich es ein bisschen anders. Sie sehen, dass ich diesmal das ein bisschen knackiger gemacht habe. Das heißt, ich habe gesagt, hey, dieser Int, gib ihm den geparsten Rückgabetyp von Greenfoot Ask. Also das hier ist ja ein String. Parse ihn gleich, und wenn das nicht klappt, mach dein Ganzzahlgesire. Das ist eigentlich total smart von mir. Und jetzt kann ich meine Schleife laufen lassen. Haben sie ja schon gemacht. Probieren wir es aus, auch wenn es im Vito nicht gefällt. Das Quattro, Quattro, nur 4 Straßensperren. Hier sind die ganzen Straßensperren. Überhaupt ist das mit dem Sound ja langsam schon ein bisschen traurig, ehrlich gesagt. So, jetzt ist hier dieser Sound weg. Finalmente. Perfekt, da sind die ganzen Straßensperren. Wir schauen, was Vito noch alles drauf hat. Und zwar die Stinkfurz-Bakterien. Vito hat die, wo hast du die eigentlich? Uno scienziato russo, mit aveva un favore. Wissenschaftler irgendwoher. Er möchte die Stadt voll stinken, nachdem es mit den Aschenbechern nicht geklappt hat. Ist ganz schön infantil. Cosa significa infantile? Ja, kindisch, also so. Aber du durftest ja als Kind nicht mit dem Karussell. La cosa della giostra è ormai. Okay, alles klar. Schauen wir uns mal kurz an, was hier los ist mit diesen Stinkfurzbakterien. Mein Gott, was ist denn das für eine riesige Anleitung, das ist ja wirklich abartig. Okay, ich glaube, ich mache jetzt erstmal eine Pause. Vito, mach mal eine Pause. Buona idea. Mal irgendwie ein Espresso, oder? Idei dolci italiani da Giovanni. Also, bis gleich. Ehi, attesa! Alles klar, frisch ans Werk. Ich bin wieder da, hab mit Vito ein Espresso getrunken. Vielen Dank, war der beste Espresso der Welt. Und jetzt gucken wir mal die Stinkfurzbakterien an. Wir haben eine Anzahl Bakterien, die sich mit einer gewissen Rate vermehren. Das heißt, pro Stunde verdoppelt sich bei dem Wert 2 die Anzahl der Bakterien. Nach einer Stunde haben wir also 2, nach 2 Stunden haben wir 4, nach 3 haben wir 8 und so weiter. Ihnen fällt auf, dass nach 3 Stunden haben wir 2 hoch 3 Bakterien, ne, für die Mathematiker und Mathematikerinnen unter Ihnen. Vito gibt ein, wie lange er die Bakterien sich vermehren lässt. Das heißt, wir haben eine Eingabe und sagen, hey, 4 Stunden oder 12 Stunden oder 20 Stunden. Und das Programm spuckt uns aus, nach 28 Stunden gibt es so und so viel Bakterien. Das wird auf der Welt ausgegeben. Zwei Hinweise, bevor Sie jetzt gleich anfangen. Das erste ist, wenn wir int verwenden, bisher kennen wir als Ganzzahltypen ja nur int, dann hören wir bei 2, irgendwas Milliarden auf. Mehr kann int nicht. Deshalb nehmen wir long. Long ist quasi ein längerer int, so wie double ein längerer float und genauer Float ist.
Wenn wir einen Long initialisieren, dann schreiben wir hinter die Zahl, mit der wir den Long-Wert initialisieren, ein großes L, um zu sagen, hey, pass auf, das ist ein Long. Ansonsten macht uns der Compiler ein Int draus, das wollen wir nicht. Man könnte auch ein kleines L schreiben, aber dann sieht das L aus wie eine 1 und das macht man eigentlich nicht. Uah. Sie können testen, ab 2 hoch 63 stimmt das Ergebnis nicht mehr, was das Programm uns ausgeben wird. Der Long kann bis 2 hoch 63 minus 1, also schade. Es gibt noch ein paar Zusatzaufgaben, zum Beispiel könnte Vito wieder mal eingeben, wie viele Bakterien wir am Anfang haben, also dass wir nicht mit einer anfangen, sondern mit vielen. Außerdem könnten wir sagen, hey, wir wollen die Anzahl der Bakterien in Millionen ausgeben. Also dass da nicht steht 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, sondern dass da steht 1 Million. Dazu müssen Sie den Datentyp Double verwenden, weil Sie ja Kommazahlen brauchen. Oder Sie könnten casten, das heißt, Sie könnten sagen, int gerundete Zahl gleich Anzahl Bakterien durch 1 Million und vorne dran int schreiben, dass wir wissen, hey, guck mal, schneid ihm einfach die Dezimalstellen ab. Probieren Sie mal das bisschen aus, spielen Sie ein bisschen damit rum. Und was Sie auch machen können sollten, wenn Sie ambitioniert sind, ist, dass das Programm, falls Sie mit einem Long arbeiten, das Programm sagt, hey, mehr als 62 Stunden läuft nicht, stopp, gib's nochmal ein. So wie das Programm irgendwo auch sagt, hey, du musst eine ganze Zahl eingeben. Und für die ganz Wilden versuchen Sie das Ganze mal mit einer While-Schleife zu lösen. While-Schleife kommt in der nächsten Aufgabe, aber falls Sie irgendwie gerade mal in Fahrt sind. So, also viel Geschwätz von mir. Ja, herzlichen Dank, danke, ne, ist nett. Nette Kommentare freuen mich immer. Und letztlich ganz wenig, gib ein, wie viele Stunden die in Ihrem Eimer kochen. Wie viel kommt nach dieser Anzahl Stunden raus mit einem Long-Arbeiten? Ist ganz easy, stoppen Sie jetzt das Video, ist nicht wesentlich anders als die bisherigen Aufgaben. Go for it. Fand ich vorhin echt fies übrigens gerade, ja. Noti arrabbiare, er solo un scherzo. Ich fand's echt fies, also ich weiß nicht, auch wenn du ein Gangster bist, musst du mich nicht. Ich hab dich schließlich erschaffen. Creato, hai appena rubato la foto da internet. Ja, das Bild nicht, das habe ich von Pixabay, das Public Domain. Ich weiß gar nicht, wie das da hinkommt. Okay, alles klar, probieren wir es aus. Wir wollen eine Stundenzahl eingeben. Sau gut, machen wir. So, jetzt habe ich mir erstmal meine Eingabe gemacht. Ich kenne, dass ich zu Anfang die Anzahl der Stinkfurzbakterien habe und die stündliche Vermehrungsrate. Also schreibe ich meine Schleife. Gut, denken Sie kurz nach, was ich falsch gemacht habe. Warum heult er mich an? Er kennt Eingabestunden nicht. Ich mache ihn mal ein bisschen schöner da. Er sagt, hey, Eingabestunden wurde hier in dem Try-Block als lokale Variable deklariert. Die kenne ich hier unten nicht mehr, deshalb deklariere ich die einfach hier. Gebe ihr wieder irgendeinen abartigen Wert, damit mir das dann auch auffällt. So, wunderbar. Was passiert jede Stunde? Die Anzahl der Bakterien verändert sich. Ich könnte mit diesem Wert arbeiten, ach warum eigentlich nicht? Das, was ich hier hingeschrieben habe, ist ähnlich wie plus gleich und minus gleich. Ich könnte auch sagen, also am Anfang habe ich eine, aus der werden zwei, nämlich 1 mal 2, dann habe ich 2, aus denen werden 2 mal 2 wird 4, dann habe ich 4, aus denen werden 4 mal 2 werden 8 und so weiter. Klar, wenn er fertig ist, soll er es schön ausgeben. Gut, probieren wir es einfach mal aus.
Sie sehen, ich habe hier unten bei diesen komplizierteren Aufgaben habe ich einen Lösungstipp. Das heißt, wenn Sie 8 Stunden eingeben, muss 256 rauskommen. Das probiere ich direkt aus. Super, nach 8 ist ein bisschen unklar. So. Jetzt hat er da ein schönes H hingemacht. Gut, probieren wir mal aus, was passiert, wenn wir 60 Stunden eingeben. Klar, kriegen wir hier eine ziemlich große Zahl. Und wenn wir 63 eingeben, sehen Sie, da wird er mir mit einer negativen Zahl auf den Zeiger gehen und bei 64 kriegt er ganz den Vogel. Super, gucken wir mal, was da noch gibt. Selbst eingeben, wie viele Bakterien er zu Anfang aussetzt, das kriegen Sie selbst hin. Vielleicht das in Millionen auszugeben, das könnten wir doch noch kurz machen, das ist doch bestimmt eine ganz gute Idee. Angenommen, ich sage, ich speichere das, er kriegt den Vogel, er sagt, hey, das linke ist ein Int, das rechte ist ein Long, der Long ist so lang und du quetschst den wo rein, wo nur so viel reinpasst, könnte sein, dass du da was verlierst. Alles klar, könnten wir ja sagen einfach, wir machen aus dem erzwungenermaßen ein Int, ne? So würde es gehen, aber natürlich würden wir da eventuell was kaputt machen. Nehmen wir doch besser den hier als Long. Wenn wir hier eine sehr niedrige Zahl machen, kommt er natürlich auch nicht klar. Erst bei 20 ist eine Million, bei 19 ist noch keine und bei 24 dann eben. Jetzt haben wir aber das Problem, dass er uns so die Dezimalstellen abschneidet. Also sagen wir, hey, das hier soll ein Double sein. Und dann machen wir hier raus bitte auch ein Double, dass er uns da nicht Kommas abschneidet oder mit den Kommas rumspinnt. So, wir geben mit der 20 ein und Sie sehen 1,04 bla bla. Wir lassen das Experiment mal nur 5 Stunden laufen. Sie sehen, jetzt kommt er mir hier mit Exponentialschreibweise. Na, ein bisschen mehr. 15, so. So ist es ganz, ganz wunderbar. Also nochmal, diesen Vorgang nennen wir Casting. Sie kennen den schon, zum Beispiel mit Get One Intersecting Object. Wir kriegen rechts einen Datentyp raus, den wir nicht brauchen können. Sagen, hey, bau uns den um in ein Double oder in irgendeinen anderen Datentyp. Die Weilschleife machen wir in der nächsten Aufgabe. Das heißt, wir könnten jetzt direkt weitergehen zum Aquarium. Fermare, non Ah, die dimenticare i superbatteri. Superbakterien, tatsächlich die Superbakterien. Hätten wir fast vergessen. Erzähl mal, was die Superbakterien I können. superbatteri puzzano molto di più di noi abbiamo bisogno di molto Das di klingt ja loro. ganz übel. Schauen wir uns das mal an hier. Tatsächlich, ganz wenige reichen aus. Und du willst es ausprobieren, ja? Assolutamente. Sto puzzando l'intera Gut, città. also schauen wir mal, was da los ist. Offensichtlich haben wir das, den gleichen Mechanismus, aber der Unterschied ist, dass Vito möchte, dass man eingibt, bis wann die Schleife läuft. Wenn wir uns nochmal diese Schleife anschauen, dann sagen wir, wir wissen ganz genau, bis wann die Schleife läuft, nämlich bis die Stunde kleiner ist als die eingegebene Anzahl der Stunden, also bis die Laufvariable Stunde diesen Wert erreicht hat und dann ist fertig. Aber jetzt wissen wir ja gar nicht, welchen Wert wir erreichen wollen oder können, sondern wir sagen einfach, hey, mach einfach so lange weiter, bis da 1000 oder 1 Million Bakterien da sind. Das machen wir mit einer Weilschleife und ich zeige Ihnen gern, wie das geht. So, erstmal gibt er ein, wie viele Bakterien er benötigt, weil ich hier langsam den Vogel kriege, mit dem ganzen Zeugs zu schreiben. Eigentlich sollte man das irgendwie in eine Methode oder so auslagern. Kopiere ich mir das. Und jetzt passe ich das an, ne? Er gibt nicht die Stunden ein, sondern er gibt ein die Anzahl der Bakterien, die er haben will. Ich drücke Steuerung F, ersetzen, Groß-Kleinschreibung beachten. Ich will Eingabestunden ersetzen durch Eingabebakterien. Alle.
Puff. Und Sie sehen, jetzt hat er das hier und hier und ersetzt. Das ist ganz wunderbar. So, wie viele Bakterien brauchst du? Ist ja okay, wenn das Computerprogramm dich sieht, oder? Certo, certo. Also, habe ich mir gedacht, dass ihr da ganz unter euch seid. Und jetzt definieren wir die Anzahl. Am Anfang haben wir eine und wir sagen, hey, sobald es so viel sind wie die Eingabe, hör auf. Also schreiben wir eine Schleife, die heißt while. Solange die Anzahl Stinkfurzbakterien kleiner ist als die eingegebene Zahl an Bakterien. Mache irgendwas. Vielleicht sollte ich hier ein noch schöneres Wort benutzen. So, Zielgröße. Was soll er so lange machen? Er soll erstens die Bakterien vermehren. Außerdem brauchen wir noch zusätzlich einen Zähler, der die Stunden hochzählt. In der Vorschleife hatten wir diesen Zähler, das war unsere Laufvariable, die läuft von 0 bis 100 Stunden oder was immer. Aber jetzt wissen wir gar nicht, wie viele Stunden sind. Also machen wir uns hier wunderbar, jetzt lassen wir die Stunden einfach hochzählen und am Schluss wissen wir, wie viele Stunden wir brauchen, bis wir die Zielgröße erreicht haben. Ich weiß zum Beispiel, dass wir nach 3 Stunden 8 Bakterien haben. Nach 3 Stunden haben wir 8 überschritten. Also was heißt überschritten? 8 erreicht oder überschritten ist eigentlich. Aber ich will jetzt, sehen Sie, nach 3 Stunden haben wir genau 8 erreicht oder überschritten. Und vielleicht machen wir da noch einen Zeilenumbruch rein. So. So, wie viele Bakterien brauche ich? Ich hätte gern mal 16. Da sehen wir, nach 4 Stunden haben wir 16 erreicht oder überschritten. Cool. So, probieren wir das nochmal kurz mit einer Million. Ich brauche 1 Million Bakterien. Das sollte 20 Stunden dauern. Nach 20 Stunden haben wir 1 Million erreicht oder überschritten, nämlich 1.048.000 Bakterien. Ganz cool. Einen kleinen Zeilenumbruch hier rein. Gut, was will er hier noch? Die Ausgabezahl formatieren. Statt 8000 irgendwas soll da stehen 8.592, also dass die Tausender-Trennzeichen eingefügt werden. Was ich jetzt nicht erkläre, ist, wie man das mit der Klasse Decimal Format macht. Das ist nicht besonders schwierig, lässt sich sehr gut in Google nachgucken. Was eine einfache Möglichkeit ist, dass wir aus der Zahl einen String machen und die entsprechend formatieren. Ich kopiere das einfach mal da raus. Ich nenne es mal A, das ist die Anzahl der Stinkfurzbakterien als formatierter String. So, Sie sehen, dass er hier 2048 Bakterien schön mit einem Dezimalpunkt formatiert. Gerade wenn wir relativ viele brauchen, also wir brauchen, sagen wir mal, 10 Millionen Bakterien. Ne, da sehen Sie, sagt er 16.777.000, das liest sich einfach ganz wunderbar. Super, vielleicht noch diese Zusatzaufgabe, wenn es mehr als 24 Stunden dauert, dann sagt er, hey, das dauert mir jetzt aber zu lange. Wir könnten die Schleife hier abbrechen.
500 Millionen Bakterien geht länger als 24 Stunden. Das dauert ihm zu lange, ne? Und wenn ich nur 50 Millionen will, dauert es ihm auch zu lange. Und wenn ich nur 20 Millionen Bakterien will, dann dauert es ihm auch zu lange. Und wenn ich nur 5 Millionen Bakterien will, dann ist er ganz zufrieden. Okay, prima. Wir hätten das auch nach der Schleife machen können, ne? Also dass wir im Prinzip diese Verzweigung einfach nach der Schleife hinsetzen und die Schleife fertig laufen lassen, dann wüssten wir auch hinterher, wie lang es theoretisch dauern würde. Also dann kann er den Vito warnen. Ja, da freut sich Vito ganz, indem er sagt, Vito, das dauert 6 Wochen lang, so viel Zeit hast du nicht, du willst die Stadt ja schließlich verstinken. Super, das war's schon. Schauen wir an, wie es weitergeht, weil ehrlich gesagt glaube ich, das ist technisch fast ein bisschen zu anspruchsvoll. Deshalb hat Vito was weiteres im Köcher. Vito, möchtest du es gern selbst sagen? Prosciughero l'acquario dello zoo cittadino, metterò fine a questi divertimenti una volta per tutte. Ich finde, du solltest dir mal überlegen, was mit deinen Kindheitstraumata los ist, ja? Also, questo non ti riguarda. So ein Zoo-Karussell in die Luft sprengen und Aquariumwasser rauslassen, ich weiß nicht. Iniziale programmazione. Ja, ja, okay, okay, ist ja gut. Also, schauen wir uns das mal an hier. Wir möchten also aus dem Aquarium Wasser rauslassen. Wir haben eine gewisse Anzahl an Litern in diesem Aquarium. Wir wollen wissen, wie lange es dauert, bis nur noch 100.000 Liter drin sind. Auch wieder eine ganz ähnliche Aufgabe wie die letzte. Deshalb würde ich sagen, sage ich nichts dazu. Pause, machen Sie es selber jetzt. Non so per cosa continui a prendermi in giro. Ja, ich finde es halt einfach infantil. Ich weiß nicht, und ich finde es gemein wegen der Fische, weißt du? Nella guerra di mafia, ja, klar, bla bla bla, im Krieg der Mafia sterben Leute, aber keine Fische. Und überhaupt, das ist ein totaler... Hanno finito avanti adesso. Okay, Sie sind fertig. Super, alles klar. Machen wir das hier. Kommissar Smith gibt ein, wie viel Wasser pro Sekunde abgelassen wird. Wahrscheinlich waren sie selbst genauso faul wie ich, indem sie das hier von woanders her kopiert haben. Denn das hätte ich jetzt auch mit Suchen und Ersetzen machen können. Gut, mein ganzes Geseier, bevor ich mich jetzt hier drum kümmere, dass, wenn es nur noch halb voll ist, weniger abfließt, mache ich einfach mal meine Weilschleife. Der Name Anzahl Liter Beginn ist jetzt natürlich schlecht, weil sich dieser Wert verändert und am Schluss ist da vielleicht gar nichts mehr drin. Deshalb würde ich sagen, ich mache mir eine neue Variable, die heißt Aquariumsinhalt. Definiere, wie viel ist im Aquarium drin. Sag, hey, solange das mehr als 100.000 ist, geh hin und zieh ihm einfach den Wert ab, den du eingegeben hast. Wie viel Liter fließen pro Sekunde raus. Wir könnten auch noch die Sekunden mitzählen. Klar, das machen wir auch. Jetzt haben wir noch folgendes Problem, der Wasserdruck lässt nach. Sobald das Aquarium nur noch halb gefüllt ist, fließt nur noch ein Drittel der Menge ab. Questo è estremamente sfortunato. Also könnten wir sagen, gut, das Wasser fließt ab,
Und bei jedem Schleifendurchlauf prüfen wir, hey, wenn der Inhalt des Aquariums weniger oder höchstens so viel ist wie der Anfangsfüllstand durch 2, also die Hälfte, dann sagt der Abfluss wird einfach zu einem Abfluss durch 3. Jetzt passiert was ganz Doofes. Wenn Sie Pro sind, stoppen Sie kurz das Video und schauen Sie sich's an. Okay, Vito, magst du es mal erklären? Kommando L'Aqua, ja, klar, immer nur knarren, Kommando, Karusselle in die Luft sprengen, aber da drin fehlt es dir. Deshalb, Kinder, geht schön in die Schule. So, jedes Mal, wenn er die Schleife laufen lässt, sobald wir bei der Hälfte sind, wird er das Wasser pro Sekunde durch 3 teilen. Das bedeutet, wir haben viel zu wenig Wasserabfluss. Das Teil wird quasi nie leer. Die gesündeste Möglichkeit, es zu regeln, ist, dass wir einen Boolschen Wert setzen, der uns quasi misst, wurde der Abfluss jetzt schon getrittelt oder nicht. Also machen wir hier. Ist am Anfang falsch. Und jetzt sagen wir, hey, wir prüfen auf die Hälfte und zwar nur einmal. Wenn es nicht halb leer ist, also am Anfang, wenn es ganz voll ist und dreiviertel voll, dann mach das und setze ist halb leer auf True. Das heißt, beim nächsten Schleifendurchlauf sagt er halb leer ist True und deshalb werde ich nicht das Wasser pro Sekunde auf durch 3 verringern. Super. Das ist geil. So, ich habe hier einen Lösungshinweis. Und zwar, bei 50.000 Liter pro Sekunde kommt 728 und 83.000 raus. Klar, ist halt auch schade, wenn man nichts ausgibt. La risposta non sembra essere del tutto corretta. So, jetzt sehe ich gerade, dass ich bei meinem Lösungsvorschlag falsch liege, weil ich habe hier diesen Kollegen nicht gemacht. Ich kommentiere den mal aus. Probiere das jetzt nochmal. Da stimmt's. Ich habe, als ich den Lösungstipp da unten gemacht habe, habe ich das nicht berücksichtigt. Schade, ich werde das in dem Anfangsszenario, das Sie haben, werde ich das richten. Das heißt, da stimmt's nur in dem Video, stimmt's jetzt nicht. Also, das heißt, wenn ich 50.000 Liter eingebe, dann habe ich nach 1454 Sekunden noch 84.000 Liter drin. Schauen wir mal, was er da noch will. Er will die Ausgabe nicht in Sekunden, sondern in Minuten und er möchte das in der Konsole ausgeben. Tausender Trennzeichen formatieren, bin ich jetzt zu faul, das können Sie selber. Wie können wir denn den Wert in Minuten ausgeben? Gebe wieder 50.000 ein, sagt er nach 24 Minuten, vorhin waren es 1400 Sekunden, das haut ungefähr hin, ganz wunderbar. Klar, weil es ein Int ist, wird er mir jetzt hier halt die Kommastellen abschneiden. Ich könnte natürlich hier auch ein Double benutzen. So, wenn ich jetzt hier ein Double benutze, 50.000 eingebe, ne? Dann wird es jetzt hier ein bisschen fies. Dann muss ich
die Zahlen formatieren, danke, ja, formatieren, also mit String, Dingsbums oder Decimal-Format, ist ganz super. So, was will er noch? Mich nerven, er will die Werte auf der Konsole ausgeben, klar, machen wir, warum nicht? Ich gebe mal 200.000 ein, dann geht es ein bisschen schneller. So, wunderbar, nach 362 Sekunden sind noch bla 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 drin. Ich mache mal hier bei den Minuten kurz wieder ein Int raus, mich nerven die Nachkommastellen. So. Und vielleicht auch, weil ich jetzt die Ausgabe gerade so ein bisschen eng habe für Sie. Schauen wir mal, es fließen 50.000 Liter pro Sekunde ab, ne? Und hier nach 1454 Sekunden sind es weniger als 100.000 Liter. Klar, Sie sehen, das ist jetzt ein ganz schöner Spam hier, diese Konsole verkraftet es nicht und kann irgendwie nur 200 Zeilen oder was anzeigen. Dumm gelaufen, müsste mal rauskriegen, wie man das vermeiden könnte. Vielleicht noch ein letzter Hinweis zu dieser Schleife, zu dieser While-Schleife. Ich mache mal hier diesen Kladderadatsch. Weg hier, der interessiert keinen. Und ich zähle auch mal nicht die Sekunden und ich gebe das hier auch mal nicht aus. Ach, warum nicht? Sekunden zähle ich. Super. Wenn ich das jetzt laufen lasse, dann ist das ganz super. Ich lasse 100.000 Liter abfließen pro Sekunde und dann sagt er, nach 6 Minuten ist das Ding fast leer. Angenommen, ich hätte diese Schleife falsch gemacht. Zum Beispiel würde ich das so machen. Dann sehen Sie ja, dass der Aquariumsinhalt sich nie verändert. Es wird nicht weniger. Das heißt, der ist immer der Anfangsinhalt, also da, was weiß ich, 36 Millionen Liter oder was das ist. Da, genau, 36 Millionen Liter. Und die Schleife läuft ewig, denn er sagt, hey, solange der Inhalt größer als 100.000 ist, lass die Schleife laufen und dann wieder von vorne. Wenn ich das in Greenfoot laufen lasse, dann wird es hier ganz unappetitlich. Ich mache das mal völlig unabhängig, was für einen Wert ich hier eingebe. So, sehen Sie, ist geil, die Schleife läuft. Ich drücke irgendwelche Tasten, er ignoriert mich. Da unten rechts wird er jetzt nervös und er sagt, hey, da läuft eine Schleife und ich weiß nicht genau, ob die irgendwann aufhören wird. Und ich weiß es besser. Und Vito, genau, wir wissen es besser, dass die Schleife niemals aufhören wird. Ich klicke auf Terminate, Ding, und dann bricht er das ab und wenn ich jetzt Reset mache, dann sagt er, hey, mach mir ein neues World Object. Dann hat er vergessen, wo wir gerade waren. Ja, aber wir wollen das ja immer schön hier mit Start machen und dann ist das ganz super. Unser Problem ist also die Abbruchbedingung, nämlich die hier, die wird nie erfüllt sein. Diese Schleife läuft bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Schön formuliert. Und deshalb müssen wir unbedingt darauf achten, dass unsere Abbruchbedingung irgendwann erfüllt sein wird. Damit sind wir durch mit den Aufgaben. Es bleibt uns noch eins, ein Blick in Vito Wisches Leben. Vito, hast ein aufregendes Leben, nämlich der Showdown, ja. Okay, gucken wir das an. Und zwar Vito, genau, er wollte mit dem Fluchthubschrauber abhauen, Sie müssen ihm dabei helfen. Steuerung mit WASD. Am Anfang steht er kurz rum und lässt sich nicht steuern. Sie sehen, hier ist ganz schön was los. Er muss da hoch zum Fluchthubschrauber. Das ist ganz schön schwer. Was Sie machen können, Sie können selber ein bisschen tweaken. Das ist auch nicht so geil, wie die da rumschießen, aber das können Sie alles erledigen, denn Sie sind jetzt kompetent genug. Damit bedanke ich mich für... Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit. Hoffen, dass wir Vito Wisches eines Tages wieder sehen und dass Vito Wisches dann nicht mehr Vito Wisches ist, sondern Vito Good Guy. Aber das wird niemals passieren. Das Böse sitzt zu tief in Vito. Ich wünsche Ihnen alles Gute.
Danke fürs Zuhören, danke für Ihre Anwesenheit und wir sagen Tschüss. Ito, sagst du auch Tschüss? Ciao, Bertenti. Alles klar.